Jetzt schauen wir die zweite sehr wichtige grundsätzliche theoretische Stellung. Lucene von Lucene analysiert in 1497. Okay, Weiß gewinnt diese Stellung. Er hat den Bau auf E7 und der König steht vor dem Bauer. Das kommt sehr häufig vor, weil ganz oft der König hat keine Deckung und der muss vor den Bauer gehen. Okay, das Problem hier ist, dass der weiße König kommt nicht raus. Schwarze König steht hier gut, deckt diese Felder und der Turm deckt diese Felder hier. Es gibt eigentlich zwei Gewinnmethode für Weiß in dieser Stellung. Und es ist gut, die beide zu kennen. Okay, erstens die klassische Gewinnidee. Turmschach. Okay. Zuerst der schwarze König wird hier abgeschnitten. Und jetzt hat der weiße König etwas Raum. Aber der König kann nicht sofort raus. Und er kann, aber es ist irgendwie, das funktioniert nicht so gut, weil man gibt ein Schach und der König hat keine Deckung hier. Und er muss wieder vor den Bauer gehen. Also, es geht nicht. Zuerst müssen wir Turm G4 spielen. Und dann können wir den Turm zwischenstellen und dann es funktioniert. Also, Schwarz kann hier nur abwarten. Turm D2. Es gibt nichts Besseres. König F7 und jetzt ist das erfolgreich. Schach hier und jetzt ist Rot natürlich Dame, also noch ein Schach. Und hier ist Rot Turm G5 und Turm E5 mit Gewinn. Und wenn Schach, König E5 und hier spielen wir den Turm inzwischen und Weiß gewinnt. Und schauen wir, der König ist zu weit weg von dem E-Bauer, also Weiß gewinnt. Und die andere Methode. Manchmal ist das nicht möglich. Wir werden Stellungen etwas später sehen, wo das unmöglich ist. Es gibt vielleicht andere Bauern in der Stellung. Also, es ist gut, diese Idee zu kennen. Also Turm A2. Die Idee ist, wir spielen mit dem Turm hier auf D8. Der Turm muss weg und dann König raus. Okay, schauen wir mal. Schwarz wartet ab. Turm A8. Und jetzt Turm D8. Es ist eigentlich ganz leicht. Vielleicht sogar leichter als Methode Nummer 1. Turm muss weg und König D7 gewinnt. Es gibt keine Verteidigung. König F7 kann man sowieso E8 spielen. Und wenn Schach, können wir Richtung Turm spielen und es gibt immer noch keine Verteidigung hier. Ja, was noch? König G7 könnte man vielleicht spielen und König F6. Aber hier können wir einfach König F8 spielen und im nächsten Zug E8. Und wenn Turm H1, also Vorsicht, ist rot matt, können wir Turm A6 spielen. König weg und E8 gewinnt. Also, das ist wichtig zu wissen. Diese Idee Turm D8 und so weiter. Und eigentlich ganz leicht.